Bevor Frank Wildhorn ein erfolgreicher Musical-Komponist wurde, schrieb er mehrere Hits für Whitney Houston. Aus seiner Feder stammt auch Artus Excalibur, das Musical, das ab 30. Juni vom Theater Plauen Zwickau im Parktheater Plauen gezeigt wird. Es entführt die Zuschauerinnen und Zuschauer in die mythische Zeit von König Artus, dem als junger Mann vorhergesagt wurde, dass er einst Britannien einen werde. Nur ihm gelingt es, das Schwert Excalibur aus einem Stein zu ziehen. Kaum jemand, der die Legende nicht kennt. Am vergangenen Freitagnachmittag hatten wir Gelegenheit, bei einer Probe dabei zu sein, und Regisseur Horst Kupich beantwortete geduldig unsere Fragen. Für diese Geduld möchten wir uns gleich zu Beginn bedanken. Horst Kupich hatte an diesem Nachmittag alle Hände voll zu tun. Wir kamen gerade zur Tonprobe. Das Wetter war zu dieser Zeit auch nicht das Beste. Vor dem lauten Hintergrund und dem Regen flüchteten wir unter eine kleine Bühne im Gelände. Also wir haben heute eine der wichtigsten Proben überhaupt im Ablauf von so einer Produktion. Die Probe, wo alles zum ersten Mal zusammenkommt, was auf der Bühne steht. Ton, Licht, Kostüme, Maske. Es müssen heute eingeteilt werden, wie klappen die Umzüge, können die Leute bis zur Garderobe laufen oder müssen die Umzüge direkt hinter der Bühne stattfinden. Das ist heute unsere Aufgabe. Also im Slang heißt diese Probe auch so ein bisschen Rammelprobe, weil alles noch ein bisschen chaotisch durcheinander läuft, aber es muss ja irgendwann mal geordnet werden und deshalb dauert diese Probe auch meistens doppelt so lang, wie das Stück eigentlich dauert. Zur Rammelprobe wird es dann eng auf und auch hinter der Bühne. Also wir haben vom Chor circa 30, 35 auf der Bühne. Dann haben wir circa 10 Mitglieder von der Ballettkompanie auf der Bühne, circa 12 Sänger. Das heißt, so insgesamt kommt man schon so auf mit allen Kleindarstellern und so weiter auf 50 Leuten auf der Bühne. Orchester circa 40 Leute. Zwischen 30 und 40, also 35, glaube ich, sind es genau. Und naja, und mit allem Backstage-Bereich sind wir schon bei 100 Leuten, die hier am Abend arbeiten, damit die Show läuft. Das kann Horst Kupich natürlich nicht allein koordinieren. Das kann ich nicht alleine handeln. Also natürlich kommen die meisten Fragen zu mir, aber das ist eine Teamsache. Das ist unmöglich für einen allein. Es gibt einen musikalischen Leiter, das ist unser GMD, der Leo Siberski. Dann gibt es einen Ausstatter, das ist ein Gast, der Christopher Melching. Ich habe noch auch einen Co-Regisseur, der auch einer der Hauptrollen singt, der Chris Murray, weil der so ein Musical-Spezialist ist. Dann hat man natürlich einen Assistentenstamm, die sich darum kümmern müssen. Dann gibt es die Ankleider, die auch ihre Leiter haben. Also die Requisite, die Technik, die ihren Bühnenmeister haben. Es gibt viele, die da zusammenarbeiten. Ja, einer muss irgendwie dann letztendlich die Entscheidung fällen, das bin ich. Aber allein kann man so eine Riesensache nicht stemmen. Das ist ein Team. Derjenige von königlichem Gebüt, der dieses Schwert auf den Schein zieht, soll der rechtmäßige König von ganz England sein. Unter unserer Führung! Oh. König von England, hä? Auf den Weg! Zum Stück selbst. Es ist ein relativ neues Musical von Frank Wildhorn, einem Musical-Komponist der ersten Liga. Der mit Weber zusammen genannt werden kann, zum Beispiel. Der ganz bekannte Sachen schon gemacht hat, die schon länger auf dem Markt sind, wie zum Beispiel Jekyll und Hyde und Dracula, habe ich beide auch schon inszeniert. Und dieses Stück ist so circa 10 Jahre auf dem Markt. Das wurde für St. Gallen geschrieben, da war er auch anwesend. Und deshalb können wir uns an der musikalischen Struktur von der St. Gallner Inszenierung inspirieren lassen, weil halt Wildhorn da genau gesagt hat, wie und was er wann haben möchte. Wie kam man auf die Artus-Legende? Ja, wir haben ein großes Epos, ein Musical-Epos gesucht. Wir sind ja hier angetreten in dem neuen Team mit dem Versprechen, auch mehr Musical zu machen, was im Haus sich ja auch schon prächtig durchgesetzt hat mit Addams Family und dem Sting-Musical Last Ship, wo wir ausverkaufte Häuser haben. Ja, und genau das wollen wir jetzt hier auch auf der Freilichtbühne probieren. Und
Addams Family ist so ein Komödienmusical, ein Kammermusical, aber wir haben etwas gesucht für die große Bühne, eine große Show, ein großes Epos. Und da hat sich Artus angeboten. Artus Excalibur, die Saga ist eigentlich auch sehr bekannt. Und man kann sie, ich sage ich jetzt mal, mit viel Showwert auch umsetzen. Also es gibt zum Beispiel einen Kampfchoreografen, der auch ein Schwertmeister und Waffenspezialist ist. Wir mussten ja extra Schwerter kaufen, die schlagbar sind, wo also nichts passieren kann. Und dann musste das trainiert werden, dann musste ein Grundkurs gemacht werden und die Kämpfe mussten einstudiert werden, denn die müssen ja stattfinden. Das erwartet das Publikum von so einer Show. Ja, und so kam eins, so geht eins zum anderen und es fügt sich dann hoffentlich jetzt in der letzten Woche gut zusammen. Für diejenigen, denen die Artus-Saga überhaupt nichts sagt, fasst Horst Kupich die Story kurz zusammen. Ja, die Story geht aus von der bekannten Saga. Excalibur steckt im Stein, dieses Schwert. Und wer dieses Schwert aus dem Stein ziehen kann, der wird der neue König im zerrütteten Britannien. Britannien war viele Königreiche zerteilt und die haben sich untereinander furchtbar bekriegt. Und es herrschte viel Leid und Hunger. Und dann steckte dieses Schwert im Stein und Artus schafft es, als der Auserwählte rauszuziehen und der dann das Volk eint. Das ist die ganz grobe Story. Im Hintergrund spielen viele kleine Storys eine Rolle, eine große Love Story zwischen Guinevere, einer Königstochter, und Artus, die zueinander finden, die Krisen durchleben. Eine Halbschwester von Artus, die auch Ansprüche auf den Thron hat, so dass es schon einige Auseinandersetzungen gibt, bis am Schluss dann das Happy End naht. Der Held der Geschichte, also Artus, kommt von gar nicht weit her. Die Rolle des Artus singt der Friedrich Rau. Und Friedrich Rau ist ein Lokalstar, muss man sagen. Er kommt aus Zwickau und war schon als Kind hier sehr bekannt, hat eine Band und stand hier auch schon als Jugendlicher auf der Bühne und hat dann eine Musical-Ausbildung gemacht. Und ja, und jetzt ist er bei uns und verstärkt unseren Cast für diese Show. Aber wir haben noch mehr Gäste, zum Beispiel allen bekannt, die sich für Musical interessieren, hier im Raum Zwickau-Plauen, nämlich die Melanie Gebhardt, die als Morgana schon hier auf der, Morticia, Entschuldigung, Morgana ist sie hier, als Morticia in Addams Family auf der Bühne steht und riesengroßen Erfolg hat und echt gefeiert wurde. Und dann haben wir uns einen Star geleistet, den Chris Murray, der wirklich ein Star in der Musical-Branche gerade im mitteleuropäischen Bereich ist, der auch mein Co-Regisseur ist und der singt in Merlin. Und wir haben die ganze Geschichte, die ganze Inszenierung vorbereitet gemeinsam und auch jetzt gemeinsam auf die Bühne gesetzt. Und ja, und verstärken tun die unser eigenes Ensemble, das ich mal hervorheben möchte, was unglaublich flexibel ist, die wirklich an einem Tag große Oper singen, am nächsten Tag Operette und am nächsten Tag halt Musical. Und immer mit der entsprechenden Stimme, das muss man sagen. Also es muss dem Genre gerecht auch gesungen werden. Man kann Musical nicht singen wie Oper. Und darauf stellt sich das Ensemble ein mit einer hohen Flexibilität und Professionalität. Also da bin ich auch sehr stolz, dass wir so eine Truppe beisammen haben. Kurz gesagt, das, was ab dem 30. Juni auf der Bühne des Plauner Parktheaters geboten wird, kann sich hören und sehen lassen. Kommen Sie am Freitag, den 30. ist die Premiere hier in Plauen. Dann spielen wir am Sonnabend und auch am Sonntag und die Woche drauf spielen wir am Wochenende auch nochmal. Es erwartet Sie wirklich eine große, epische Story, fantastische Kostüme, die an Game of Thrones angelehnt sind. Großes Orchester, großer Klang, große Emotionen, tolle Stimmen, ja, tolle Kämpfe. Also insgesamt Entertainment auf sehr hohem Niveau.